Hallo meine Lieben und seid gegrüßt. Ja, ihr auch, du auch, zu einem weiteren Teil ab durch die City. Nebenmissionen, Aufträge, City anschauen, Geheimnisse. Schauen wir mal, was die City so verbirgt. Ich habe den HD-Modus oder den UHD-Modus, den Dynamik-Modus, habe ich ausgeschaltet. Sei ruhig, ich rede gerade. Ich habe den ausgeschaltet, weil sonst die Qualität auf Twitch nicht so hoch ist. Aber ich hoffe, es passt euch trotzdem, Leute. Oh Gott, das Feuer sieht echt scheiße wie ein Kleister aus. Na gut. So, jetzt haben wir schön ein bisschen pausiert hier, neben ihr hier. Ein bisschen gechillt. Und wir haben beim letzten Mal eine Gitarre geklaut. Und die Gitarre, die müssen wir jetzt mal zu dem Abgabeort bringen. Ich finde es trotzdem noch faszinierend, das Game. Also da mal nur eine halbe Stunde reinzuschnuppern jedes Mal, das ist schon Blödsinn, weil ich finde, ich denke, die Faszination des Games, die kriegt man nur rein, wenn man aber ein bisschen länger reinschaut. Ich will gleich ehrlich zu dir sein, wie? Ja? Ich habe hier einen echten Scheißjob für dich. Was Politisches. Du sollst belastende Daten über Javier Alvarado ausgraben, Berater des Bürgermeisters. Laut Infos findest du, was wir brauchen, im Büro des El Pinche Pollo, Valentino-Laden. Mehr Details findest du im Anhang. Okay. Ja, die Details sind immer ziemlich lang hier. Kleptomanie. Ach, das ist der Auftrag, okay? Ich glaube, der ist ein bisschen schwer, der Auftrag. Schauen wir mal. Probieren wir's. Liefern wir die Gitarre später mal ab. Wir werden erstmal ganz kurz speicheln. Doch. Ja, ja. Geht weiter, oder? Geht weiter. So, da müssen wir rein. Was ist das hier für einer? 3 Sterne. Kampfstim hat der. Einer von den Valentinos. Betritt das Lokal. Ja, das sind wir doch gleich hin. Die haben nämlich ganz schön was drauf, die Valentinos. Ja, die Lokale sehen schon geil aus, muss ich sagen. Ja, ja. Grüß Gott. Was geht? Alles in Ordnung. Das ist schön. Ah, da kommen wir natürlich nicht rein, okay. Gangmitglied, Valentinos. So, schauen wir mal, vielleicht kriegen wir... Was müssen wir... Verschaffe dir Zutritt zum Büro. Lass mich raten, pappige Sojachips, rostiges Leitungswasser und schon wieder ein grausiger Mord vor deinem Schlafzimmerfenster. Stell dir vor, du könntest... Erkennt mich die Kamera gleich? ...hinter dir lassen. Weit, weit hinter dir. Durch eine Reise in die Das ist auch schon wieder so einer. Ah, hier könnte ich hoch, okay. Vielleicht? Pass mal auf. Die Klos sind gut. Klos sind schon mal gut. Was ist, wenn wir jetzt dieses Ding mal hacken hier? Kamerasteuerung. Ja? So, gucken wir uns das mal alles an hier. Wie viele Kameras haben wir? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Kameras. NC-Bewohner, Patrick. Okay, hier haben wir schon mal nichts gesehen. Jetzt schauen wir mal weiter.
Das ist wahrscheinlich gut. Die Kamera könnten wir ausschalten, oder? Warte, bevor wir die ausschalten, schauen wir uns mal komplett um. Ich glaube, die sind ganz schön stark, die Leute hier. Aha. Gangmitglied. Valentinos. Valentinos? Valentinos. Okay. Oh ja, ich glaube, die haben ganz schön was drauf, die Leute. Schauen wir mal weiter. Ach, das ist die andere Seite der Kamera. Okay, passt. Von wo kommt man denn? Von hier? Nicht. Gut. Hallo, wir sind die N54 News mit einer Eilmeldung. Das Drama um die von Anthony Harris, der auch als Peter Pan bekannt ist, entführt die Teenager, hat ein Glück. Wir werden mal die Kamera hier ausschalten, weil anscheinend kommen wir von dort. Ausschalten. Dank eines anonymen Tipps erreichte das N54-Teenager noch rechtzeitig. Die Jugendlichen befinden sich in einem stabilen Zustand. Gehen wir mal weiter. Wo sind wir hier? Hier ist ein Stiegen. Ach, hier sind wir. Alles klar, verstehe. Hier gibt es nur die Kamera, oder was? Die müssen wir so ausschalten. Pass mal auf. Dann machen wir die aus. Passt. Weitere Einzelheiten. Die ist aus. Was da? So, dort kommt man nicht rein. So. Dann machen wir die mal nach oben. Das ist diese Tür hier. Da müssen wir rein. So wie es ausschaut. Egal. Nächste. Ah. Was ist das dort? Keine Ahnung. Wo müssen wir denn jetzt? Ach, da unten müssen wir hin. Okay. Jetzt machen wir erstmal ihn platt hier, oder? Steht da noch einer? Nee, wa? Okay. So, Breach-Protokoll, C155, C1, okay, C1, 55, C1, passt. Ah, die sind ziemlich stark, ganz ehrlich. Pass mal auf, hoffentlich wird da keiner alarmiert. Kurzschluss. Überhitzen. Hat er sich gleich tot. Alles klar. Super. Ja, du, ich rede mit dir. Bist du rundum zufrieden mit deinem Leben? Lass mich raten. So, da unten müssen wir anscheinend hin, so wie es ausschaut. Guck mal, hier ist auch noch einer. Der hat das schon gecheckt hier. Bleib bloß da, du. Trottel. Was ist mit ihm? NC-Bewohner, okay. So, hier gibt's nur diese Kamera, oder? Ah. Nein! Ach, jetzt muss ich alle... Na komm, der ist eh gleich doof. Oder? Ja. Pam! Hat keiner mitbekommen, ha? Huh? Ja, cool. Da ist noch der. Perfekt. Und eins, zwei. Da hinten ist noch einer. Drei. Er sucht dir. Da hinten ist auch noch einer.
Okay, machen wir erstmal den kalt da hinten. Ach, da sind zwei, okay. Lass mal das. Machen wir mal. Jetzt sind alle drei aufeinander, das gibt's doch nicht. Okay, pass mal auf. Weißt du was, wir machen das jetzt mal so. Den. Den. Hoffentlich schaffen wir das. Den. Der ist gleich tot. Den nehmen wir. Nicht. Komm schon. Nehmen wir ihn noch. Kurzschluss. Überhitzen. So, haben wir die. So, Kurzschluss. Alles klar. Nächste Kamera. Ha! Da ist noch einer, schau. Kurzschluss. Was ist mit dir los? Synapsen-Burnout? Burnout, Entschuldigung. Und Kurzschluss. Bam! So, jetzt müssen wir eigentlich alle haben hier. Ja. Ach, hi, grüß dich. Na, alles klar? Ich habe eine Mücke hier drin. Meine Güte. Oh, der ist aber schnell genug. Okay. Feindkontakt bestätigt, Gegner in Alarmbereitschaft. Wo denn? Da ist noch einer. Und dort ist auch noch einer. Stiege? Hier ist keiner mehr. Ja, dann muss ich wohl unten loslegen hier. Machen wir ihn mal kalt hier. Was ist mit dir los? Ach, machen wir nur ihn hier. Er ist hier gleich kaputt. So, ihn machen wir auch gleich. Und dann sind wir alle los. Da hinten ist auch noch einer. Gibt's doch nicht. Du hast es überlebt, echt jetzt? Sind aber alle weg hier, oder? Passt schon. Ja, jetzt habe ich freie Bahn. Alles klar. Mal kurz gucken, was nehme ich denn da? Nehmen wir den da. Dann nehmen wir die da. Nehmen wir die da.
Hallöchen, grüß dich. Na, alles klar? Kann ich dich mal nehmen hier? So, du wolltest doch auf Klo, oder? Bam. Viel Spaß beim Klo gehen. Tür zu. Oh, die stört das gar nicht, dass die hier alle umgefallen sind. Ja, ist ja auch halb so wild, ne? Ist ja auch viel wichtiger, ein bisschen zu essen. Hier geht's wohl nicht so gut. Also das Lokal ist wohl nicht zu... Was haben wir da? Kannst du mal bitte deine... Da. Was ist das? Eine Tech-Revolver? Jawohl. Okay. Wer ist er? Er ist keine wichtige Person? Okay, passt. Was ist das hier? Eine Tretmine. Was mit dir? Du musst schon weiterarbeiten, Trottel. Natürlich hätten wir das wahrscheinlich auch anders reden können. Aber nö. Ah, hier sind wir da. Okay, jetzt müssen wir mal kurz zumachen hier, damit uns keiner hier... Divierto suprimiento? So, was haben wir denn da? Extrahiert eine große Anzahl, natürlich. 5-5-5-5-5-5. Mücke. Gibt's ja nicht. Okay, das andere ist 7-A-B-D-B-D-B-D. Okay. Also. 5-5. 7-A-B-D. 7-A-B-D. Vielleicht klappt's ja. 5-5. Fünf, 7a. Hä? 5-5. 5-5. 5-5, egal. Hauptsache, wir haben ein bisschen was. 600 noch was. Eine Sekunde, ich muss mal ein bisschen hier Viecher. So. Hier ist gleich eine Kamera, so wie sie ausschaut. So. Müssen wir hier rein? Ah, hier sind wir, alles klar. So, eine Waffe. A Weapon! Hier ist auch noch einer. Kannst du mir was geben? Nö, wa? Gut, macht. Ein Klo. Ach, guck mal, hier könnten wir auch reingehen können. Na, super. Oh. Na, Leute. Schlaft ihr etwa alle? Wer war das denn? Hier haben wir nichts Dickes. Blödes Vieh. Ich habe hier eine Mücke im Raum, die nervt mich andauernd. So, schnell was getrunken. Geld. Geld ist immer gut. Ja. Mit Latschen. Ja, typisch. Was war das jetzt?
ein bisschen was trinken hier. Haben wir schon Durst. Ach, da war sogar eine Fliege, siehst du? Ach, guck mal, da liegt noch was Gutes. Schon wieder so ein Latschenhain. So, da müssen wir rein. Passt. Was ist das hier? Lesen wir mal. Laut Rathaus gehört die Wäscherei uns. Liegt diese mit 50%. Er meint, er muss seine Beziehung spielen lassen. Aber ich denke, in einem Jahr haben wir das raus. Die ALK-Lizenz gilt ab sofort und wir haben die BD-Ausrüstung von diesen Irren aus Kabuki. Aha. Ja, okay. Sehr interessant. Sehr interessant. Was haben wir noch? Ei! Sonst gibt es hier nichts weiter? Okay. Hier ist keine Kamera? Passt. Ist die an oder aus? Ausschalten. Da hätten wir auch reingehen können. Ach Mensch, wir hätten die ja gar nicht alle. Wie sieht denn der aus? Der hat, glaube ich, sein Bein kaputt. Aber das war ich nicht. Ich war das nicht. Der ist aber tot. Warum ist der tot? Verstehe ich nicht. Munitioner? So, müssen wir hier rein, oder? Manche Dinge ändern sich nie. Idioten machen ihr Kreuzchen und denken, sie entscheiden wirklich was. Aber in dieser Stadt gab es immer nur eins. Korruption. Mhm. Daten erhalten, danke. Passt. Und jetzt? Derselbe Scheiß, andere Arschlöcher. Und jedes Mal denken sie, diesmal wird's anders. Ja, genau. Wir kriegen das, was wir verdienen. Nur Druck. Mehr Druck. Maurizio, es ist geschafft. Die Vögelchen sind in den Käfig geflogen. Haben gezwitschert, wir vermöbeln. Wurden vermöbelt. Haben ihre Krallen ausgefahren. Ja, okay. Sehr geehrter, ich beobachte die Geschäfte. In The Glens mit großem Interesse. Ich bin absolut überzeugt, dass unsere Zusammenarbeit. Okay. Noch irgendwas Gutes? Du fragst dich bestimmt, wer ich bin. Tja, ich bin ein Voodoo-Boy. Hast sicher von uns gehört. Hey Kumpel, heute ist dein Pechtag. Ja, das sehe ich auch so. All World Insurance. Gibt's hier. Oh. Geld. Was ist das? Lexington. Das ist eine. Mhm. Ach, eine Powerpistole. Egal. Wie kann ich jetzt das. Da. So. Also, dann werden wir jetzt mal langsam die Gitarre abgeben, oder? Oder gibt es da noch irgendwas zum Looten hier? Was ist hier los? Nix. Okay. Geh mal raus, ganz normal. Die anderen sind alle beseitigt. Oder gibt es hier noch irgendwas? Da waren wir schon drin. Hier haben wir auch alles, oder? Ja. Das passt schon.
Jüngsten Berichten zufolge sind um die 20% des gesamten Kontinents nicht mehr länger für die menschliche Bevölkerung bewohnbar. Temperaturen auf Sizilien, Malta und den Kykladen sind auf unangenehme 60 Grad Celsius angestiegen. Die Luftverschmutzung ist höher. Du lebst noch. Eine Grünen, okay. Von Frankreich, England und Deutschland eine Erklärung herausgegeben, in der sie eine mögliche staatliche Intervention ausschließen. In der Stellungnahme heißt es, eine Einmischung der Regierungsbehörden bedeutet eine Einmischung in die freie Marktwirtschaft. Okay. Marktmechanismen dienen nur dazu, den optimalen Weg für Lösungen der aktuellen Probleme zu haben. Zitat Ende. Weitere Nachrichten. Gehen wir mal raus. Was? Perfekt, wie? Lief alles nach Plan. Schön, dass ich auf dich zählen kann. Auftrag erledigt. So. Begib dich zum Bazar. Nö, ich mache jetzt keine Hauptmission. Ich will jetzt noch die restliche Nebenmission machen hier. Warte, dann müssen wir erstmal hier, Journal. Die hier vielleicht? Neu, Auftrag, Psycho-Fan. Ah ja, genau. Begib dich zum, genau, die nehmen wir natürlich. Play it safe. Bedrohung, Mittel. Achso, wo waren das jetzt? Hier, ne? Ja. Und das... Auftrag, begib dich zum Bazar in Japantown. Nee. Hier. So. Passt. Tschüss. 200 Meter. Und dann werden wir mal wieder ein Cyberpsycho machen. Schon so geil. Ich könnte mich hier überall umgucken, aber es wäre für euch wahrscheinlich zu langweilig. Na, Alter? Was guckst du da in deinem Laptop? Oh, das sind ziemlich viele. Kohle haben wir genug, also reicht das erstmal mit diesen Leuten. Da irgendwas auf dem Gerüst oder so? Nee. Nee. Da oben müssen wir hin. Auch keiner, da auch nicht, da auch nicht. Okay. Ah, falsche Richtung. Wir müssen da lang. Low Forest. Hier lang. Voll die Ghettos hier. Da hinten sind noch ein paar Drückeberger. Will ich da hin? Ich schau mal kurz dahin. So, was sind das hier für Leute? Die machen Geschäfte, so wie es ausschaut. Breach-Protokoll. Was sind das für Leute hier? Valentinos. Ah, die haben schon einiges an Kohle. Besitz militärischer Pharmazeutika. Verleumdung eines Konzernmitglieds. Körperverletzung eines Konzernmitglieds. Ja, das... Solange da nicht Tod eines Konzernmitglieds steht. So. Was mit dir? Du tanzt, während dein Kumpel hier voll drauf ist, oder was? Gott, oh Gott. Da oben
muss einer, ein Bösewicht. Zwei. Jetzt hat mich die Mücke echt erwischt. Och, ich hasse es. Drei, okay. Drei von diese. Aber die, anscheinend tun die mir nichts. Aber das sind schon ziemlich viele hier, ne? Ihr tut mir nichts. Macht euer Ding. Was steht hier? An alle NCPDs. Verdacht auf organisiertes Verbrechen in der Skyline South. Eine Gruppe Valentinos wird gesucht, angeführt von Zoe, deren Strafregister beinhaltet Überfälle, Erpressung, Entführung und Mord. Night City bietet eine Belohnung für die Neutralisierung von kriminellen Netzwerk. Bast! Wo ist es? Wo ist es? Schauen wir mal kurz. Das muss ja hier irgendwie zu sehen sein. Da. Verdacht auf Dings. Soll ich? Soll ich das noch schnell machen? Verdacht auf Dings? Mach mal Verdacht auf Dings. Na komm. Was? 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 Wo muss ich denn jetzt hier... Ripper Dog. Warum? Ich will nicht zum Ripper Dog. Verdammt. Ich will hier hin. Schauen wir mal. Hier, oder was? Okay, müssen wir uns einen strategisch sicheren Punkt hier aussuchen. Ah, grüß die. Warum komme ich da nicht hoch? Mal. Warum geht der da nicht hoch? Das geht doch nicht. Egal, machen wir den. Verdacht auf organisiertes Verbrechen. Drei, vier Leute. Okay. Ich möchte mal darauf. Wieso komme ich da nicht rauf? Verdammt. So, jetzt. Pass auf. Von hier oben erledige ich euch. Jungs und Mädels. Passt gut, oder? Sicher. Na dann. Was nehmen wir da? Nehmen wir die da. 600. 500. Nehmen wir die. Nehmen wir die. So. Von hinten. Beginnend. Eins. Zwei. Mal. Breach wurde voll. C1, C1, 7A. Okay, pass auf. Passt. Überhitzen. Hinten sind auch noch welche. Meine Güte, was ist los mit euch? Ah, zack. Wer bist du? Noch einer? Sonst gibt's hier nichts weiter, oder wie?
Da, Scharfschütze. Waffenglitch. Was ist das? Nein, gibt's ja nicht. Oh, Mist. Sag ich ja, die haben ganz schön was auf der Kante. Wahnsinn. Die machen wir jetzt noch fertig, dann liefern wir die Gitarre ab und dann machen wir Feierabend, weil ich habe keinen Bock mehr. Los, los, los. Ladedaten. Warum lädst du so lange? Warum lädst du so lange? Und er lädt. Und er lädt. Schreibt mir in die Kommentare. Wie findet ihr das Game? Hat sich das richtig zum Guten entwickelt, so wie ich finde? Natürlich, überall gibt es noch Ausbesserungen, aber die Detailreichheit. So. Okay. Also, machen wir wieder nochmal. Aber die haben echt viel Kraft, die Leute. Und wieder von da oben, weil es passt ganz gut hier. Hier haben wir ein Dings. Was ist das? Ah! So, jetzt machen wir es aber anders. Jetzt werden wir uns mal ein bisschen hier... Erhöht den maximalen Speicherpunkt um 2. Nutzen. Erhöht die maximale Speicherpunkt um 2. Erhöht die maximale Ausdauer. Was haben wir hier? Verleiht Zustand, Sättigung der maximalen Gesundheit. Bast. 50% senkt Ausdauer, Regeneration um 50 pro Sekunde erhöht. Ich brauche keine Ausdauer, verdammt. Gesundheit um 5. Schokolade. Ach komm, nehmen wir einfach mal. Was ist das? Ja, es passt schon, ne? So. Auf geht's. So, nehmen wir erstmal ihn hier. Machen wir Breach-Protokoll. Weil die haben ziemlich viel, ne? BD55E9. Also. BD 55E9. So, pass auf. Also, wir haben einen Scharfschützen, gell? Das ist... sie wahrscheinlich. Warte mal. Wo ist sie? Ist sie weg? Okay, sie ist also kein Scharfschütze. Wo ist der Scharfschütze? Da ist der Scharfschütze. Auch nicht. Scharfschütze? Was mit dir? Cyberware-Störung. Quick Hack Art. Statuskontrolle. Wo sind die alle? Also der da auf jeden Fall. Der dort. Sie hier. Was ist mit dir los? Waffenglitch. So, jetzt pass mal auf. Nehmen wir das. Auf jeden Fall du. Kurzschluss. Da ist der Scharfschütze.
Du bist ja auch immer noch da. So. Wo ist die andere? Keine Ahnung. Hallöchen. Cyberware. Das. Das, so. Madres! Nos están aniquilando! Defecto! Defecto! Achso, ich muss mir noch ein bisschen heilen hier kurz. So. Orale! Orale! Wo seid ihr? Da ist noch einer. Noch irgendwo? Da ist noch einer. Was ist mit dir los? Orale! Agarra por el lado! Del lado, del lado! A huevo! A huevo! Volado! Mexicano! Spanierzo! Sonst ist hier keiner mehr, oder was? Hä? Autsch! Wer schießt? Hallöchen! Ja, komm schon! Wahnsinn, hä? Komm schon, pass mal auf! Macht dich kalt. Sufrimos muchas bajas. Was? Geh mal runter. Da hinten ist einer. Waffenglitch. So, ich mache euch jetzt kalt hier zum Wurscht. Was ist mit dir? Hacken will ich dich. Ah, das geht nicht, oder was? Jetzt an. Habe ich sie jetzt alle? Ihr wagt es euch mit mir anzulegen? Ihr Deppen hier? Ein Schema, das ist gut. Du bist ja eine ziemliche, hä? So, was haben wir hier alles? Irgendwas zum Sammeln? Irgendwas Gutes? Hier zum Beispiel? Was ist das? Aufheben. Munition. Passt. Du hast zu viel dabei. Und bist überlastet. Ja, ja. Kann man da rein?
Ja, ich weiß, ich habe zu viel dabei. Und? So, schauen wir mal. Was steht denn da? Hinterlege die Gitarre. Jo, mache ich gleich. Erstmal ein bisschen looten hier. Und dann verkaufen. Da hinten waren noch ein paar Hoshis, die man looten kann, oder? Ach, da ist auch noch was? Ui. Ja, ich hab zu viel. Cooles Auto. Okay, also meine Mantis-Klingen, die machen leider Schaden. Also da überlebt das Ziel nicht. Hast du hier irgendwas Gutes? Nee. Hm. Da ist noch was. Da ist noch was, schau. Was ist hier? Lokales Netzwerk. Überwachung. Ausschalten. Was? Nachrichten? Bist du über 15? Bla bla bla. Ach, zwei Nachrichten auch noch. Da habe ich schon. Nehmen wir ihn hier. Was haben wir denn hier? Egal, einfach mal nehmen. Wahnsinn, wie schnell man eigentlich überlastet ist. Guck mal, da ist auch noch was. Da ist auch noch was. Mein Gott, so viel. Munitione. Du hast zu viel, du bist überlastet. Wo waren das jetzt? Wahnsinn, hier liegt viel rum. Ich kann mal alles verkaufen hier. Da, lila. Lila ist immer gut. Ist zwar nicht episch, aber ist lila. So, das war's, oder? Scheint so. Okay, passt. Müssen wir da lang. Geh mal zu Fuß, geh mal langsam, geh mal ruhig. Ah, ist schon geil gemacht hier alles. Ich kann's nur immer wieder betonen. Oh, das wird ein langer Weg jetzt. Wie lang ist der Weg? 90 Meter, auch so lang ist das gar nicht. 90 Meter. Wer hat Lust von euch, Zuschauern, die mir zuschauen, oder die später noch zuschauen, mal ein Let's Play mit mir zu machen, oder zumindest was mit euch? Ihr bleibt brav, oder? Bei irgendeinem Game, was man im Koop oder so machen kann. Elden Ring oder Seven Days to Die oder so halt. Das wäre schon cool. 80 Meter. Sind wir nicht weit gekommen hier. Kann man da aufs Dach? Was ist da oben? Gibt es da oben irgendwas Gutes? Nee. Hallo, grüß euch. Ich hab gerade... Ich bin ganz brav. Ich bin ganz lieb. Ja, okay. Verstehe. Ich mach keinen Ärger. Alles schon erledigt. Dum, 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 dum. Hier kann man nicht rein. Passt. Das war hier hoch, ne? Was gibt's hier noch alles Schönes? Wie hoch müssen wir denn noch? Also die haben echt viel Liebe hier reingesteckt, Leute. Ich finde das wirklich schade, dass die
dass so viele Menschen damals die so runtergemacht haben, obwohl die so hart gearbeitet haben, so viele Überstunden gemacht haben und kaum was dafür bekommen haben. So, schnell mal abgeben den Scheibenkleister. Super. Ja. Auf dich ist wirklich Verlass. Na klar. Die Gitarre ist jetzt in den richtigen Händen. Der Auftrag ist abgeschlossen. Ich überweise jetzt dein Geld. Ja, bitte. Bitte, aber nicht zu wenig, gell? 5700. Ja, das geht schon. So, gib dich zum Bazar. Leute, wir machen hier mal Feierabend. Ach, warte mal, ich werde noch ein bisschen Sachen verkaufen. Ja, das wird für euch zu langweilig sein. Also, ich werde jetzt mal Feierabend machen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Hallöchen. Na, alles klar? Bist du auch sauber? Ich hoffe, ihr bleibt gesund und schaut bald wieder rein, wenn es heißt, Night City zu erkunden und Missionen, Nebenmissionen zu machen und so weiter und so fort. Also, wünsche euch was. Ich gehe jetzt arbeiten hier. Ich helfe ihm mit, weil der kommt hier nicht weiter. Der steht bestimmt schon seit 10 Stunden hier rum und versucht, das Ding da aufzuschrauben. Bis dann, macht euch einen schönen Abend und ciao, bis bald.